Hallo zur UV-Wochenschau. Orkanartige Böen und Regen sorgten am Donnerstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Landkreis Vechta. Kurzzeitig war beispielsweise die Holtrupper Straße zwischen Langförden und Visbecker Damm gesperrt. In Lohne musste die Dinklager Straße in Höhe Famila gesperrt werden, weil die Feuerwehr eine Baumkrone sicherte. Die Nordwestbahn stellt noch immer den Betrieb ein und sorgt für einen Schienenersatzverkehr. Die Höhe der Sachschäden kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Rasta Vechta absolviert am Samstag sein erstes Auswärtsspiel. Der Tabellendritte der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A, der mit 2 Heimsiegen gestartet ist, gastiert um 19 Uhr bei den Baunach Young Pikes. Am kommenden Wochenende ist in Lohne Herbstmarkt. Am Freitagnachmittag geht es um 14 Uhr los und bis Sonntagabend sind Besucher herzlich willkommen. Am Sonntag ist übrigens außerdem verkaufsoffen. Und die Krimpenforter laden für Samstag zum Häckselfest ein. Das Organisationsteam möchte damit eine alte Tradition aufleben lassen. Gemeinsam soll mit alten Landmaschinen der Mais gehäckselt werden. Für Besucher gibt es Vorführungen. Los geht es um 10 Uhr auf dem Hof von Franz Rieselmann an der Krimpenforter Straße 14.